Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kleinen Indie-Horror-Game. Ja, es ist ein Horror-Game, also zumindest soll es das sein. Kurz ein bisschen leiser auf meinem Ohr. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut und dass ihr mich noch versteht, einigermaßen. Ja, wir spielen Cute, ein Indie-Horror-Spiel, das sehr an PT ähneln soll, aber auf eine sehr, sehr niedliche Art und Weise. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen neugierig, wie das sein soll. Es dauert, glaube ich, nicht allzu lange, es soll so ungefähr 40 Minuten gehen und man kann so Achievements sammeln und alles. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir drücken einfach mal auf Cute. Ich denke mal, das bedeutet starten. Und dann bin ich sehr gespannt. Oh. Oh. Ja, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oh Gott. Aber... das habe ich auf der Seite gelesen, wo ich es mir jetzt gerade eben runtergeladen habe, dass es einen sehr, sehr gruseligen Anfang haben soll. Oh, oh Gott! Oh Gott, das ist ja richtig PT. Oh, aber die Bilder sind süß. Look behind you. Oh. Hi. Hi. Warum? Warum bist du so komisch? Oh. Hallo. Ja, hi. Du bist aber süß. Aber warum hast du so komische... Hi. Okay, ich gehe mal meiner Wege. Hallo? Ist das... Ist mein Cursor ein Mini-Smiley? Oh. Oh. Oh Gott, das ist ja echt süß. Es ist irgendwie gruselig, aber auf eine ganz süße Art und Weise irgendwie. Hi. Hi. Oh! Hi! Du bist süß. Dich mag ich. Hi. Oh, was ist das? Okay. Oh, warte mal. Okay. Friend Juice. Okay. Hier ist eine Tür, aber ich kann nichts machen, okay? Ich mag das voll. Das ist voll süß. Das ist mal eine schöne Abwechslung. Es ist irgendwie... Ja, also es hat schon was von Horror, tatsächlich. Ein ganz kleines bisschen mit dem hier rumlaufen. Aber diese kleinen süßen Zeichnungen. Mein Herz. Okay. Ich habe übrigens... ich glaube, wo man die ganzen Indie-Spiele herkriegt, ist Game Jolt unter anderem. Und als ich mir da so ein paar Spiele aufgeschrieben habe, die ich gerne auf dem Kanal hätte, habe ich tatsächlich auch die PT-Demo noch gesehen. Huch. Mein letzter Stand war, dass man die PT-Demo nicht mehr spielen konnte, zumindest auf der PlayStation.
Ja, also ich weiß nicht. Ich bin noch ein bisschen. Bin noch ein bisschen am Hadern. Hey! Du bist aber groß geworden. Lässt du mich nicht durch? Oh, hey! Kann ich eigentlich. Okay, ich gehe mal. Ich gehe mal meiner Wege weiter. Oh, die Bilder. Mein Herz. Wenn das Licht jetzt mal kurz ausgeht, also flackert, das ist schon ein bisschen gruselig. Aber. Muss mal kurz raustappen. Ich kriege hier immer wieder diese doofen Werbung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht warum, weil ich habe eigentlich den Adblocker drin. Aber irgendwie bekomme ich die immer wieder. Es ist so komisch. Kann ich hier rein? Nee. Du guckst irgendwie ein bisschen traurig. Oder sieht es nur so aus? Alles gut? Was ist denn da oben? Oh, hi! Hallo! Okay. Jetzt muss ich es doch mal ein bisschen lauter machen wieder auf meinem Ohr. Habe ich es jetzt lauter gemacht oder leiser? Ich weiß es nicht. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht, okay. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich hier tun muss. Außer hier rumlaufen und Dinge beobachten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwas tun muss, um halt irgendein neues Event zu triggern. Muss ich irgendwas mit dir machen? Ich möchte den Friend Juice haben, bitte. Ich möchte mit euch allen befreundet sein. Die Türen kann ich auch nicht aufmachen. Ich gehe einfach mal weiter und guck, ob irgendwann was anderes passiert. Ich mag so Spiele voll. Tatsächlich habe ich sowas in dieser Art auch noch nie gesehen. Noch nie. Also so PT-Nachmacher schon. Sehr viele. Aber mit diesem süßen Touch. Es ist, kann ich mit dir irgendwas machen? Nein. Ich muss immer nur an dir vorbeigehen. Okay, ich kann auch schneller laufen. Ich mach mal ein bisschen schneller kurz. Ist schon süß. Hier rein? Nein. Kann ich rein theoretisch zurück durch die Tür? Nee, okay. Hätte ja sein können. Das war, glaube ich, bei Lea Sophia war das, glaube ich, einmal, wo ich zurück durch eine Tür gehen musste, um weiterzukommen. Deswegen, ich wollte es mal nur probieren. Ich bin sehr gespannt. Läuft meine Aufnahme? Alles in Ordnung? Wir sind erst 10 Minuten im Spiel. Tatsächlich. Es fühlt sich ja schon an wie eine halbe Stunde. Möchte diese Birne mir irgendwas mitteilen? Ich hab da mal was gemacht. Da, wo man was drücken konnte, gerade. Weiß nicht, ob es was gemacht hat. Hallo?
Okay, warte mal. Ich muss natürlich hier erst ein bisschen rumprobieren, weil ich kenne das Spiel nicht. Oh. Da war kurz das Licht aus. Keine Ahnung, ob das hier jetzt was Wichtiges ist, was ich tatsächlich machen muss. Sind hier irgendwelche Hinweise, die mir vielleicht weiterhelfen können? Habe ich eine Taschenlampe? Nee. Ich mach mal ein Smiley hin. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Trauriger Smiley? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Muss ich jetzt gleich schon nachgucken, was ich hier zu tun habe? Das wäre ein bisschen peinlich, ne? Aber... ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überfordert. Jetzt schon. Die Musik ist auch immer so süß gleich am Anfang, wenn man in die Tür reinkommt, ne? Kannst du mir helfen? Nein? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir das können. Springen. Ich muss einfach nur das Licht anmachen die ganze Zeit. Ja, das muss man ja auch erstmal wissen hier, ne? Ich möchte hier nochmal ein Smiley machen. Einfach nur so.
Weil süße Atmosphäre. Also das ist jetzt gerade wirklich sehr, sehr süß. Oh mein Gott. Was alles so. Alles so freundlich. Okay, jetzt will ich doch immer gleich hier hochgehen und gucken. Entschuldigung, muss ich gerade aufstoßen. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Oh, 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 oh. Okay, alles klar. Hi! Wovor rennst du weg? Hallo, du verlierst Knochen? Hier kann ich nicht rein, ne? Nein. Ich hier irgendwann vielleicht auch hochkommen? Man weiß es nicht. Okay, weiter geht's. Tut mir leid, dass ich jetzt gleich am Anfang schon wieder so ein bisschen festhing. Oh, hi, Frosch. Hey. Oh, hallo. Ein kleines fröhliches Küken. Du möchtest mich umarmen? Oh, hi. Ich finde es irgendwie ein ganz kleines bisschen gruselig, dass wenn ich an denen vorbeigehe oder durch die durchgehe und dann zurückgucke, dass sie mich dann angucken. Das ist das einzig Gruselige, was ich finde. Okay, das habe ich ein bisschen erschreckt, muss ich jetzt zugeben. Oh, hier wird es ja immer fröhlicher, hier wird es ja immer voller. Belebter. Bis vorhin das pinke Figürchen stand da oben, jetzt auch noch nichts. Oh. My computers. I love computers. This way. Oh. Was bist du denn? Okay, this way. Eine Computer. Well done. Wow. Hier, wir haben Full House hier, oder was? Nein? Okay, da ist nichts. Na? Ich werde mal meiner Wege. Oh. Hallo? Die Bilder ändern sich auch immer. Jedes Mal, das finde ich ganz cool. Das sind die kleinen Details. Was macht ihr da? Okay, sollen wir das irgendwas zeigen? Da oben nicht? Oh Gott. Hm.
nichts gesehen, was ich da irgendwie machen kann. Deswegen, ich gehe einfach mal weiter und guck, was kommt. Oh, die Fläschchen schon wieder. Ich weiß, irgendwie konnte ich mir auch meine Achievements angucken, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Guck einfach mal weiter. Ich finde das Spiel klasse. Scheiß. Was ist denn jetzt? Party! Party! Entschuldigung. Ich bin sehr seltsam anscheinend. Friend Soda. Oh! Oh mein Gott, ich finde das Spiel super. Hi! Du bist aber groß. Ich werde mal hier kurz hochgehen. Hab ich hier irgendwas? Was ist denn das, ne? Bist du? Okay, alles klar. Na, was geht? Yeah! Ich seh dich. Okay. Oh, ein Bouncy in einem Kinderwagen. Soll doch einen Hund darstellen, oder? Well done. Kann ich mich da ganz durch? Es waren tatsächlich einige Achievements, die man erreichen konnte oder die man finden konnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles von alleine nicht finden werde. Spiders! Spiders! Hi! Du bist aber süß. Okay, hier geht's jetzt um Spinnen. Ich hasse Spinnen normalerweise, aber die sind echt cute. Oh mein Gott. Ein Spider. Hallo. Okay. Es hat sich ein bisschen geändert hier, oder? Es hat sich geändert. War aber vorher noch nicht da. Oh Gott. Ah, die wollten mich hier austricksen, ihr Schlawiner. Nicht mit mir. Okay, vielleicht auf dem ersten... ersten Versuch vielleicht schon. Ja, hat er mich gekriegt, muss ich gestehen, aber ja. Ich hab's ja noch verstanden. Oh. Ich will jetzt immer natürlich gucken, was hier ist. Ich
hoffe, euch gefallen so Indie-Spiele ab und an auch mal. Ich habe es ja schon einige Male auch gesagt, dass ich so Indie-Spiele tatsächlich sehr gerne zur Abwechslung auch mal auf dem Kanal habe. Ich werde heute auf jeden Fall noch ein Spiel anfangen, das auch ein bisschen länger geht wieder. Das, auf das ich mich tatsächlich auch schon sehr freue. Okay, hier ist jetzt gerade alles wieder normal. So wie am Anfang. Well done. Oh. War das schon wieder. Okay. Manchmal erschrecke ich mich doch ein bisschen, weil ich manche Sachen nicht vorbereitet bin. Ich gehe einfach mal weiter. Auf das zum Beispiel. Manchmal. Da bin ich nicht vorbereitet. Muss ich hier irgendwas mal an den Bildern? Nee, das sind immer die gleichen. Ja. Ist ja doch wieder ein bisschen gruselig. Die Musik ist weg. Kann ich bitte die Musik wieder haben? Ich gehe einfach mal. Meiner Wege. Was war das gerade für ein Quietschen? Habt ihr das gehört? Als ich durch die Tür bin? Macht die Tür das schon die ganze Zeit? Nee. Ach, das ist die Gans wieder. Okay. Ich bin nicht nervös. Nein. Ich bin sehr, sehr happy. Well done. Richtiges Ende gibt überhaupt. Bis jetzt habe ich 3 Achievements gehabt, glaube ich, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Das ist das Spiel hier. Bringt es überhaupt was beim Spiel, wenn ich da irgendwas drauf habe? Hey! This way! Okay. Hm.
gerne wissen, wie ich meine Achievements mal einsehen kann. Das ist das, was ich mal jetzt kurz mache. Ich gehe jetzt hier mal kurz während der Aufnahme auf. Da nehme ich einen kleinen Walkthrough rein, oder? Mit Tab kann ich die Achievements sehen. Wir haben Lights, wir haben die Spiders und wir haben die Computer. Wir haben tatsächlich noch sehr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stück, die wir noch finden können. So wie ich das jetzt hier verstanden habe, kann man das Spiel beenden, wenn man die Achievements gefunden hat, alle. Bin gespannt, ob ich alles finde. Okay. Find Room. My Gloves. Wimble. Temple. Bathroom Door. Complete. Cute. Das ist wahrscheinlich die letzte. Thanks, Liebe. My shoes. Oh mein Gott, thank you. Alles klar. Oh, Entschuldigung. Okay, ich bin sehr gespannt. Hi! Irgendwann können wir die Badezimmertür auch aufmachen. Find the Gloves. Also da gibt es irgendein paar Handschuhe, die irgendwo versteckt sind bei der abgesperrten Tür eigentlich. Also hier. Hinter einer Tür. Oh. Cool. Okay. My Gloves. These look useful. Das haben wir geschafft. Nice! Also man kann hier ja nichts trauen. Es gibt hier Secret-Wände, Secret-Orte. Okay, lass mich mal kurz gucken. Okay. Mit den Handschuhen können wir jetzt auch die Bilder inspizieren. Und das kommt und soll wohl irgendwie Handschuhe kommen. Irgendwelche Hints für da, wo wir die Smileys auch schon die ganze Zeit drauf gemacht haben. Ich mal mir das mal kurz ab.
ja irgendein Secret Code. Also wir haben zwei mit einem Smiley, also mit einem Lächeln und zwei mit zwei Lächeln. Reicht? Hab ich jetzt hier zwar noch nicht gelesen. So. Da will ich das jetzt einfach mal so eingeben. Mach das mal weg. Aufgemacht. Das sieht zwar nicht so aus wie ein Badezimmer, aber ist okay. Ich beschwere mich nicht. Okay. Button Door haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das mit Weeble. Weeble ist, glaube ich, dieses, ja, das kleine, ja, dieses kleine gelbe Ding, was halt von dem Spiel ist, glaube ich. Mach ich jetzt mal. Okay. Weg. Okay. Wow, warum bin ich so schnell? Warum war ich so schnell auf einmal? Tschüss. In dem Badezimmer haben wir Schuhe gefunden und durch die Schuhe können wir jetzt schneller laufen. You need to be able to run to complete the game, but also to help you run through loops you have seen before. Ah, ich verstehe. Okay. Well done. Was? Escaping? Okay, dann bin ich sehr froh, dass ich jetzt den Guide dazu habe. Jetzt irgendwie auf den das, was wir schon die ganze Zeit auch machen, da auf dem Balkon. Es sollte gemacht werden, wenn Licht da ist, also nicht hier bei dem Party-Ding da. Deswegen renne ich hier jetzt einfach mal durch. Oh Gott! Warte mal. Okay, es sah gerade aus wie eine Fake-Wand wieder. Thank you.
Wir kommen der Sache schon näher. Jetzt muss ich nur noch irgendwie. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, weil das hat sogar die Person geschrieben, die das schon gemacht hat. Nein! Sein soll, wo irgendwie wo ich mich dran festhalten kann, dass ich hier weiterkomme, aber okay, nee, also Leute, tut mir leid, ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht komplett beenden können, einfach nur, weil ich will mich jetzt auch nicht allzu lange hätte nicht mal damit gerechnet, dass hier sowas mit dabei ist im Spiel, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre halt einfach nur so ein bisschen erkunden. Aber ja, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, dass wir uns hier ein bisschen umgeschaut haben. Es war wirklich sehr süß. Also, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, bye bye. Oh God.